Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Need for Speed Porsche. Und ihr wundert euch jetzt vielleicht, der ein oder andere, also Stefan, du oder du, Stefan. Ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum habe ich da, hat auf einmal so viel Geld? Und ehrlich gesagt habe ich einen erstens, außerhalb des Let's Plays bin ich dieses, war da denn hier? Das 9 oder 11 Carrera RS 2,7 Cup zweimal gefahren. Ja, das gibt dann 175.000. Da bin ich dann einmal gefahren und habe dann natürlich hier gibt ja noch die Möglichkeit, den Gebrauchtwagen anzukaufen und wieder zu verkaufen. Das demonstriere ich euch jetzt mal, was das für eine Kohle gibt. Also, jetzt seht ihr jetzt hier, ich habe 1,5 Millionen knapp, also ein bisschen drüber. Und jetzt kaufe ich mal ein paar Autos. Kaufe, 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 kaufe. Und kaufe wie so ein Blöder und kaufe auch noch das. So, und jetzt begebe ich mich darunter zu meinen gekauften neuen Autos hier. Das habe ich, das hatte ich vorher schon, das hatte ich auch vorher schon. Das hatte ich auch vorher schon. So, reparieren. Kostet einen Haufen Geld, aber. Guck mal, der Kaufpreis 98.654 und ich kann ihn verkaufen 150.000 oder mehr. Das mache ich jetzt. Und zwar machen wir 152.000. Ey, die Numblock-Taste hier, 152.000. So. Der hier, den repariere ich auch für. So, jetzt kann ich dafür 200.000 verlangen. Ich nehme 202.000. Boah, ich glaube, das könnte, sind realistische Preise. Und hier das gleiche Spiel wieder. Warum kommen da so Zahlen raus? 177.000. Vielleicht nimmt den ja jemand. Manchmal behalte ich die Autos, wenn ich die verkaufe. Oder wenn ich die kaufe, hier mache ich 159.000, ich glaube 160.000 kriege ich dafür nicht manchmal. Mache ich wirklich nicht so. So, und hier das repariere ich auch. Verkaufe ich für 143.000. Ich mache mal so 1, 2.000 mehr als da unten steht. Den hatte ich ja, den repariere ich und verkaufe den. 134, versucht mal für 134.000. Ich glaube, ich werde nicht alle Preise kriegen, wie ich die verlange, aber ich werde dann auch nicht die Angebote, glaube ich, ausschlagen. Naja, da mache ich jetzt 287.000. Ich versuche mal mit 290.000. Ich glaube, das ist zu viel, aber. So, und jetzt gehe ich auf zurück. Oh, das wollen sie mir nicht geben. Ja, nehme ich an. Oh, das nehmen sie mir. Ja, nehme ich an. Das sind 7.000 weniger als ich wollte. Nehme ich aber trotzdem mal an, nur um es zu demonstrieren. Kann man ruhig machen. 143.000 wollte ich, 134.000 wollte ich. Das ist, glaube ich, weniger als. Oh, ist egal, nehme ich an. Und jetzt habe ich 150.000 Geld plus gemacht. Und so habe ich das, weiß ich nicht, eine Viertelstunde gemacht und dann hatte ich 1,5 Millionen. Also, das kann man ganz gut machen. Jetzt habe ich auch keine Geldprobleme mehr hier mit dem Autoleinchen. Warte mal. Werkstatt. Das werde ich jetzt nochmal tunen. Dann kann ich nämlich über der Autobahn nochmal fahren, vernünftig. Ich glaube, diesmal mache ich eine Testrunde. Ich glaube, das mache ich. Hier muss ich aber neue Sachen kaufen. Reifen habe ich, extra harte Domstreben habe ich auch. Wailtail Standard Motorhaube, okay, Profi-Rennen. Ach, das habe ich schon getunt, oder was? Hier habe ich halt Standard 5-Gang-Getriebe drin. Aber irgendwie ist der doch trotzdem nicht so gut. Oder habe ich den nur getunt und bin es dann nicht noch weitergefahren? Soll ich mal versuchen nochmal? Ich guck mal, welche Strecke kommt denn jetzt? Oder war das gar nicht das Auto, was ich brauche jetzt? Turniere. Klasse 3. Klasse 3 Trophy, ne? Der war aber Klasse 2. Ne, der war Klasse 3. Aber Klasse 2 brauche ich immer noch. Ich kaufe mir mal einen gebrauchten für von Klasse 2. Klasse 2. Ja, kaufe ich mal. Ist teuer. Kaufe ich trotzdem. Den behalte ich dann auch. Ich habe jetzt Kohle. Und dann gehe ich da runter. Und repariere den. Für viel Geld.
und kaufe Ersatzteile. Oder mache ich 4? Ich glaube, ich hau jetzt wieder Geld für 0 und mehr raus. Turm geht schon 4. Kaufen. 50% größerer Ladeluftkühler. Kaufen. Hochleistungsauspuffsystem kaufe ich einfach mal. Ach du lieber. Mittleres Auspuff. Den 3,3 Liter Motor habe ich. Spezialauspuffsystem brauche ich nicht. High Butterfly Ansaugsystem. Ich kaufe es mal. Ersatz ECU. Ansaugsystem habe ich. Umbausatz für konischen Luftfilter. Ist bestimmt auch irgendwas mit dem Ansaugsystem. Ich habe keine Ahnung. Hochleistungskraftstoffeinspritzer. Also superleichte Schwungscheibe. Das ist auch nochmal so ein ganzes Auto. Großes Drosselklappengehäuse. Ja, von da reicht erstmal, ne? Dann nehme ich Profi-Rennbremse, kaufe ich. Mit Schnellschaltgetriebe. Schaltet dann schnell. Ich lasse es. Bis jetzt bin ich mit dem Standardgetriebe immer ganz gut gefahren. Profi-Rennstoßdämpfer. Bin ich vielleicht bei 100.000 fast. Fiberglashaube. Oh. Ne, nehme ich Fieber oder Carbon? Ich glaube, Carbonfaser ist besser. Carbon. 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 Extra Domstrebe. Und hier nehme ich sowohl das als auch das. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier vielleicht doppelt kaufe, weil manches habe ich, glaube ich, schon an einem Auto eingebaut. Aber ist egal. So, Tuning. Super leichte Schwungscheibe ist schon drin. Teilbringern. Hochleistungskraftstoff. Oh, da brauche ich die super leichte Schwungscheibe nicht, oder? Doch, Standardkraftstoff einfach. Da brauche ich die super leichte Schwungscheibe nicht. Doch, da tauscht dann irgendwie Ersatz-ECU. Wechselt immer. High Butterfly-Ansaugsystem. Okay. 3,3 Liter Motor hatte ich ja, Turbocat Stufe 4, Ladeluftkühler und Hochleistungsauspuffsystem. Gut, Profi-Rennbremsen sind schon drin. Profi-Rennfederung. Profi-Rennstoßdämpfer, Heavy-Duty-Stoßdämpfer. Oh Leute, ich bin müde. Carbonfaser-Shit ist schon drin, die Tür da. Carbonfaser-Haube aber noch nicht. Carbonfaser. Das. So, dann haben wir hier noch eine extra harte Domstrebe. Slickreifen habe ich schon, die lasse ich auch drin. So, speichern. Und. Warte, Lackiererei. Ich will mal. Was habe ich denn noch nicht für eine Farbe genommen? Schau da schon mal. Ich glaube ja. Ne, hatte ich. Aber habe ich jetzt denn ja. Rennnummer brauche ich keine. So, das ist jetzt der 911 Turbo. Ich weiß nicht, ob das hilft hier. Aufhacknö. Klasse 3. Das hatte ich ja schon. Klasse 2 wollte ich jetzt. Genau. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich bin direkt auf der Autobahn. Ich hab das Licks. Ich hab das Licks, Alter. Scheiße. Also entweder gehe ich jetzt raus und. 3. Dann muss ich die Gebühr nochmal zahlen. Aber die Reifen muss ich schon richtig auswählen. Also da hätte ich mich vorher informieren müssen, das ist jetzt halt Verlust. Werkstatt, Tuning. Regenreifen, Teil an. So, jetzt muss ich die Gebühr nochmal zahlen. Ich könnte natürlich. Ich verkaufe erstmal hier vorher nochmal ein paar Autos. Da ist die Gebühr wieder vielleicht drin. Kaufen. So, das ist jetzt nochmal ganz kurz, wo ihr hier mitguckt. Den verkaufe ich für 83.000. Das ist ja wohl ein Preis, das kann man sich ja wohl leisten.
Den verkaufe ich für 118.000. Das ist ja wohl alles kein Ding. Leute, die diese Autos lieben, werden auch diesen Preis dafür bezahlen. Jetzt mach doch mal. So, den verkaufe ich für schlappe 147.000. Das ist nicht weit über dem Preis, wie ich gekauft habe. Ist ja auch egal, das ist allerdings weg. Reverie and Reach. 475.000 ist, glaube ich, ein ganz angemessener Preis. Auch wenn es über dem Wert ist. Aber es kommt nun mal von Flaschenlimo und das ist doch automatisch eine Wertsteigerung. So, hier 140.000, das ist halt der nächste höhere runde Betrag. Das schwäch. Reverie-Rich. Verkaufe ich für 119.000. Auch mal eine ganz interessante Zahl. Was man sonst noch hat, den Turbo hier. Den verkaufe ich für 272.000. Ich nehme aber auch niedrige Angebote an. Haben wir sonst noch was? Nee. Ja. 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 Ja, ausnahmsweise. Ja. Ja. Ja, ausnahmsweise. Gut. Den 36 wollte ich nicht. So, gehen. Und los. Ja, der Gebühr ist wieder weg. Scheiße. Ficke. Oh, ich wollte eine Testrunde machen. Drei. Und ich wollte die Kamera noch einstellen. 2, 1, los! Na, wollen wir mal gucken. Wird eh nichts. Ich fall doch mal hoch, Alter. Überhol ruhig, überhol ruhig. Ich fahr da lang. Ich kenne die Strecke halt nicht mehr. Das ist kacke, aber ich fahr da hoch. Scheiße. Schon ist es hinüber. Piep, 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 ich spiele hier wieder ab. Da sind einfach noch Zeiten, als ich hier noch mit dem Lenkrad gespielt habe. Da konnte ich richtig gechillt hier lang fahren. Jetzt habe ich aber leider keins mehr. Es war leider nicht auffindbar. Was sind die denn alle? Der Zug geht. Ach, da vorne. Ach du Scheiße, ey. Hier einer entgegenkämen. Da wäre aber Feierabend. Die Map hier da unten, die zeigt manchmal was Komisches an. Und das Auto zuckelt. Entschuldigung. Da fuhr ein Auto. War das Bremsen gerade nötig? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, ich werde nur Dritter. Ne, Zweiter. Oh. Noch. Noch. Kann ich alles noch wenden. Stappen Sie so vor Ihren Wagen. Schade, das wird nicht mehr erst damit. Schade, Mann. Schade. Schade. Aber Zweiter ist auch okay. Dafür, dass ich die Strecke nicht mehr kenne und jetzt wirklich auch Abschnitte gefahren bin, die ich schon lange nicht mehr gefahren bin. Oh, da ist die Welt zu Ende. Was ist das? Du bist auf dem zweiten Platz. Ja, ja. Ja, ja. Uiuiuiui. Ui, ui, ui.
Was kommt jetzt? Alpen? Ne, Monte Carlo. Rubber Year. Ach Gott. Danach das Schwarzwald. Ach du Scheiße. Bergstadt. Tuning. Na gut, das war halt eine Regenstrecke, wa? Jetzt baue ich wieder Slicks. Geschlicks. Und los geht's. Die Gebühr ist auf jeden Fall jetzt weg und ich muss die nicht nochmal bezahlen, auch wenn ich nochmal neu starte. Da kommt eine blöde Kurve. Und da auch. 3, 2, 1, los! Schalte, Alter! Crypto. Ach, der Platz da. Ich muss vorbei. Ich muss ganz dringend den Sonnenpillen laden. Er tut mir leid, Leute. Er tut mir leid. Aber das Geld ist mir zu heilig. Auch wenn es eigentlich schnell wieder drin ist. Aber ich will auch mal versuchen, ohne Schaden durch diese verblödeten Scheißstrecken zu kommen. Als ich alleine gefahren bin, ohne Aufnahme, ist das gelungen. 2-3 Mal hintereinander. 3. Natürlich klar, dass das dann aufnimmt. 1. Los. Schalte doch einfach. Schön an der Leitplanke lang, wa? Immer an der Leitplanke lang. Immer an der Leitplanke lang. Stoppeln Sie sofort Ihren Wagen. Stoppen Sie sofort Ihren Wagen. Ich muss aufpassen. Phase. War das jetzt die fiese Kurve, die ich da eben gesehen habe auf der Map? Boah, jetzt kommt gleich schon wieder der Tunnel. Das ist deine erste Runde. Erster Platz. Das ist deine letzte Runde. Ich hasse diese Kurve. Die sieht so schwach aus, aber ist eigentlich so ein richtig hartes Gefühl. Stoppen Sie sofort in die Kurve. Musst du mit der Polizei da hinterherfahren, wa? Oha. Hier, die ganzen Bremsspuren, die direkt übereinander sind. Geskriptet das alles hier ist. So, der Schwarzwald ist jetzt gleich, der gibt jetzt gleich ein Chaos. Da komme ich nicht so gut durch wie hier. Du bist auf dem ersten Platz. Du hast den Rundenrekord für diese Strecke geschlagen. Was? Gucken wir an. Ui, mach doch mal den Cursor weg. Ja, ciao. Vielleicht gab es ja coole Thumbs. Reparieren muss ich nicht, ne? Ne. Geil. So, jetzt die letzte Runde für die Folge. Schwarzwald, da kann ich mit Auto wieder Knitter kaputt fahren. Oh, jetzt habe ich schon wieder. Jetzt immer alles. 2, 1, los! Muss schalten, mein Freund, muss schalten.
kannst mich mal am Arsch legen. Wie ist denn das? Gut, schlammisch. Schlammisch. Ach du Schiss. Surprise. Ah. Surprise. Oh, ah, nein, 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 nein. Was machst du denn für eine Scheiße? Nee. Ja, muss ich nochmal machen. Muss ich jetzt jede Strecke oder muss ich jetzt neu machen? Tut mir leid. Das finde ich unfair. Los. Den musste ich ja zum Glück nicht. Jetzt hab ich wieder. Und das Getriebe muss ich, glaube ich, mal wechseln. Vielleicht liegt es auch daran, ob ich da noch ein bisschen langsam bin. 3, 2, 1, los! So schaltet der denn nicht sofort? Überholen und ausbremsen, ey, das ist zum Kotzen. Weil du in der Ideallinie fahren willst, oder was? Arschloch. Ey, Manu! Ich kann auch mal so tun, als wärst du nicht da, du Arsch. Jetzt wird es hier nochmal knifflig. Ich komme jetzt zu Hubel. Ne, ne. Alter! Kurze Pause. Alter. Wir müssen uns echt konzentrieren. Ah, fahr ich den Wald oder fahr ich den... Ne, ich fahr eine normale Strecke, oder? Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich erstmal die S-Gruppe schaffen. Ist keine S-Gruppe. Nadel. Ich fahr die normale Strecke. Da kommt aber gleich eine Kurve, wo ich richtig rausfliegen kann. Wenn da so ein Hubbel ist. Jetzt kommt die Kurve. Warte, warte, warte. Jetzt. Gucken. Ich trotzdem erster bleibe. Arschloch! Oh, durch den Wald zu ballern, das macht Spaß. Oh mein Gott, da habe ich so auf der Map geguckt, das hätte ich nicht machen müssen. Also hier die Unebenheiten, die machen ja immer mehr, die hauen immer mehr rein. So, wieder eine kurze Pause. Ey! Doch keine Pause. Ja, jetzt kommt wieder Hubel. Hubel, Hubel. Ja, kommt wieder Hubel? Ne, die Hubel kommen noch. Guck mal, man schafft es auch ohne das Schild da oben zu liegen, Leute. Man schafft es auch ohne. Auch im Schilderwald Deutschland. Ja, manche so gerne sagen. Kann ich aber nicht vergleichen. Ah, und da habe ich ein Schild umgenietet. Ha! War so klar. Er kommt näher, scheiße. Alle Kontrollleuchten leuchten am Auto. Der leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Du bist auf dem ersten Platz. Glückwunsch, du hast das Turnier gewonnen. Weiter mit dem nächsten Turnier. Ja, du Wichser.
Aber kein Runde-Rekord. Ui. Gibt es mal irgendwie noch ein schönes Bildchen? Hat das bestimmt ein paar schöne Bildchen gemacht? So, Leute, das war da auch schon wieder von der Folge. Porsche. Oh, das war schön, das Bild. Vielleicht nehme ich das. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich überrede mal kurz. Und dann ist es das auch schon gewesen. Boah, kann man sich mal ausschleißen. Viel Geld war jetzt nicht, da ist es echt schneller, dass ich, wenn ich Autos kaufe und verkaufe. Aber ist ja nicht, ist ja auch langweilig irgendwie. So, war, und wir müssen auch nochmal Evolution, ne, nicht hier, hier, Werksfahrer müssen wir nochmal machen. So, tschüss.